Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 2, Part Nummer 67. Ja, im letzten Part haben wir uns von einer Quest ablenken lassen, und zwar mit unserem Bärmann, gell, oder Bärman, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und er hat auch gleichzeitig gesagt bekommen, dass er nie wieder Bärman da sein darf, weil weil es ihm zu Kopf gestiegen ist. Auch wenn es so irgendwie angehört hat, als ob das irgendwie nur eine Folgequest hat, aber es hat bisher keinen Anschein gemacht, gell? Und danach haben wir natürlich noch ein bisschen versucht, hier im Trainingsbereich dann noch ein bisschen stärker zu werden, oder besser gesagt, mal die ganzen Sachen zu schaffen. Ich habe auf jeden Fall eine Sache gemacht. Ich habe meine Yokai soweit hochgelevelt. Nehmen wir die Münzen hier. Und zwar sind die halt jetzt ungefähr Level 75. Also besser gesagt, halt die meisten sind 75. Oh. Den welche mit, nehme ich gerne mit. Und zwar habe ich einfach ganz gemütlich bei der Frau Vergelt oder Frau Fatal, hieß sie glaube ich danach, gell? Habe ich dann halt trainiert und habe halt da die immer wieder besiegt. Das ging auf jeden Fall auch ganz gut, weil man muss dazu sagen, je höher man selber im Level dann ist, umso schneller geht dann der Kampf an sich auch. Gab dann immer so ungefähr. Oh! Okay, den kennen wir noch nicht. Samural? Ist. Ja, aber. Ach so, weil er selber ein Aal ist. Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen hier, vielleicht wegen Kosmetik oder sowas. Er ist aber wohl ein Fisch. Ja, du hast mich gerettet. Diese Güte werde ich dir nie vergessen. Samural, der Samural ist hier. Das ist aber gut, ich habe schon fast die richtige Stimme getroffen. Oh Mann, die Stimme, ich habe reich hier. Das ist einfach klasse manchmal. Uiui. Wenn man eigentlich die passende Stimme findet, die auch gleichzeitig der Charakter dann hat, gell? Das ist einfach das Beste. Wobei es natürlich die Frage ist, was kann er eigentlich? Weil es ist immer so der spezielle Gedanke, man hat dann immer so seine legendären Joker und alles so im Team, aber vielleicht gibt es ja ein paar anderen Joker, die vielleicht auch was taugen. Er scheint auf jeden Fall ein seltener Joker zu sein, hat nämlich eine goldene Medaille. Also lohnt sich schon mal, diese Münzen da zu verwenden, wenn man das mal so gesagt bekommt. Und was wir auf jeden Fall auch gemerkt haben, hier die Münzen sind nicht immer nur für Yokai, wie wir es am Anfang gedacht haben. Okay, können auch Standardsachen sein, okay, alles klar, nicht so wild. Ich habe die Frau Fatal immer wieder gemacht, und zwar gab die immer so um die 5000 Erfahrungspunkte. Plus, dass man die öfter die Chance hatte, eine, sowas ähnliches, also so eine Klugel-Seele zu bekommen, und zwar, was die Erfahrungspunkte, die man bekommt, verdoppelt. Und, oder zumindest halt, ja, mehr gibt, was es angeht. Und was mir auch noch aufgefallen ist, man kann, das habe ich aber selber rausgefunden, das habe ich auch nirgends nachgeschlagen oder sowas, wenn man jemanden von einem Debuff befreien will, dann tut man sich eigentlich mal sofort drum kümmern. Das mache ich ja eigentlich schon seit dem ersten Teil immer wieder. Und mir ist aufgefallen, es gibt immer diese Glücksreinigung, sage ich mal, wo man halt sehr viele Erfahrungspunkte auch bekommt. Und man kann einfach immer wieder halt reinigen, abbrechen und dann kann hin und wieder dann auch mal dieses Glücks dabei sein, und so kann man auch sehr gut leveln. Heißt, also ich habe dann immer so versucht, pro Kampf immer so ein, zweimal dieses Glück zu bekommen, weil man muss sich ja vorstellen dann, das ist halt enorm viel bei einem Boss. Da kriege ich einfach mal so um die 3000 Erfahrungspunkte extra nur dafür. Also fast schon mehr als was der Boss eigentlich an sich gibt. Und ja, und so habe ich halt ein bisschen gelevelt. Bin jetzt Level, wie gesagt, 75. Ich habe auch Tante Herzi mit ins Team reingenommen. Und zwar, weil ich sie halt persönlich immer noch besser finde so gut bin ich im Namen merken, dass ich vergessen habe, wie der Feinschwing, oder? Ist er doch, oder? Feinhorn war es. Ja, ihr habt es genau gemerkt, dass ich mir überhaupt keinen Namen merken kann. Also Feinhorn. Aber ich war irgendwie mit Feinhorn nicht so ganz zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Deswegen habe ich halt einfach wieder Tante Herz mit reingepackt. Und so sieht es aktuell aus. Und auch mit dem Gedanken, dass natürlich die Yokai noch stärker werden können mit der Zeit. Und dann werden wir halt heute mal gucken, ob ich das gebacken bekomme. Eine Sache würde ich aber gerne noch gucken. Zum einen hier unseren Samural, den ich eben bekommen habe. Genau.
Saugbus Mürosch. Trödelmeister hält beim Trödeln ein paar Lebenspunkte. Ja gut, das hätte ich nicht unbedingt Bock drauf. Ich dachte jetzt eigentlich, dass es ein Spiegel ist, aber da ist ja... Oder soll das einen Schläger darstellen? Ich dachte eigentlich eher, dass es wäre... Keine Ahnung. Ich hab bei ihm erstmal gedacht, irgendwie, dass halt das ein Spiegel wäre und das andere wäre irgendwie so ein... Ja, keine Ahnung, so ein Döschen, wo er sich pudert oder sowas, weil das halt nicht unbedingt aussieht wie ein Ball oder so. Prügel, Flut, Vitalitätsschub, Vital, also mit A, mit Aal, ja, alles mit Aal und Aal-Elektrizität. Nutzenhafte Aaligkeit, um die Stärke aller Freunde zu erhöhen, was nicht schlecht ist. Die Werte des beseelten Yokai steigen durch Aal-Elektrizität leicht an. Okay, aber ist nicht unbedingt jetzt super interessant. Also ist auf jeden Fall ein seltener Yokai, aber ist an sich auch nur Rang D, ja. Sonst habe ich noch ein paar andere Yokai bekommen, wie der Vulkan-Zitterfand hatte ich alle schon. Wer ich aber noch nicht hatte, war hier Panzer, den habe ich jetzt auch. Aber das ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt unbedingt mit Nepal nehmen wollen würde, gell? Das ist so mit der Gedanke, was das angeht. Ich habe übrigens auch einen Draki gefangen, das habe ich zwischendrin gemacht, weil ich eigentlich was ausprobieren wollte. Und zwar hier gibt es ja Yokai, die mir Erfahrungspunkte geben. Und ich war mir jetzt unsicher, ob es jetzt nur für ihn selber zählt oder ob das jetzt für die ganze Truppe zählt. Der Nachteil bei der ganzen Sache ist halt nur, dass ich halt immer einen in der Party haben müsste, damit halt die anderen leveln und dann würde einer immer hinten dran stehen. Wisst ihr, was ich meine? Man kann natürlich dann auch mit den Klugeln und sowas abgehen und so, aber die habe ich alle schon so weit verbraucht, dass ich halt, dass ich halt jetzt erst einmal gar nichts großartig hochziehen kann mehr. Das ist so mit der Gedanke. Und gerade weil ich jetzt, stimmt, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen mit Draki, und weil ich Draki gefangen habe, habe ich auch ein Siegel fertig, was wir heute auch öffnen können. Das war das hier. Und ich weiß noch nicht, was da rauskommt. Das kann natürlich auch ein alter Yokai sein, wo ich vergessen habe vom ersten Teil. Aber wir werden es auf jeden Fall merken. Und wenn er dann in die Party kommt, muss er natürlich erstmal gucken, dass ich ihn leveln. Oder sie. Oder wer auch immer. Gell? Wir werden es merken. Ach, das ist... Ach so. Okay. Das ist der Shogunyan, okay. Das habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich meine, gut, dass er auf jeden Fall einer der Yokais ist, ist klar, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er jetzt aus diesem Siegel rauskommt. Gestatten, Shogunyan, lass mich freundlich sein. Shogunyan, ultimative Kreissäge. Ja. Ja, eigentlich ist ja das unser Gabriel, gell? Aber wir haben ja unseren Golden Young, was das angeht. Also erstmal nicht umbenennen. Und er ist ja eigentlich auch ein sehr cooler Charakter, sehr cooler Yokai in dem Sinne. Ich würde am liebsten auch direkt in die Party nehmen, im Austausch zu Zangenzah auf der einen Seite. Weil ihr wisst ja, zwischen halt legendär und einfach nur S-Rang liegt schon ein bisschen gewisser Unterschied. Problem ist jetzt nur, ich habe jetzt sozusagen fast nichts mehr, womit ich ihn hochleveln kann. Also ich könnte mal gucken, hier habe ich noch zwei, davon habe ich noch eins und davon habe ich noch eins. Also ein bisschen könnte man was geben, aber es lohnt sich halt absolut nicht. Und jetzt bleibt natürlich die Frage, das kommt immer drauf an, wenn man halt dann sich sozusagen das Öffnen von den Siegeln natürlich sparen will, wenn man es im Video machen möchte, dass ich das eigentlich schon längst hätte tun können, gell? Das war so ein bisschen gemein. Ich meine, ich kann jetzt mal ganz kurz gucken. Allein mal nochmal die Werte von ihm hier. Mir wurde ja auch vom Küchenking gesagt, dass ich Shogunyan den Crit, die Crit-Seele geben soll, die ich ja jetzt Gilgauros gegeben habe. Weil halt, damals bin ich ja total verpeilt. Ja. So. Weil er ja halt extrem kritisch ist. Heißt, er hat im Prinzip dieselbe Fähigkeit wie Gilgauros, dass er halt crittet, also sehr hoch crittet. Und dadurch, dass er auch an sich schon ein schneller Charakter ist, haut er halt öfters zu, was es angeht. Vor allem sehe ich aber hier, dass er hier Basis schon sehr viel stärker hat. Das ist eigentlich auch schon heftig. Ich meine, guckt euch das mal im Vergleich an hier. Also das ist schon ein himmelweiter Unterschied. Den kannst du auf Level 1 mitnehmen und dann geht es total ab. Vor allem, ich hätte auch schon längst haben können, hätte ich mir Draki irgendwann mal gefangen. Ja. Hinterher ärgert man sich natürlich immer so ein bisschen, dass man halt nicht sofort sich auf die Siegel-Trollos gestürzt hat, wenn man am Ende halt einfach sagt, man hat naturell jetzt ein Level 99er Team, ohne dass man sich da halt extra farmen musste dafür oder grinden. Aber ja, ist natürlich die Frage, wie ich es dann machen werde in Zukunft. Aber wir werden es sehen, wir werden es sehen.
Wir müssen ihn gleich ins Party nehmen, weil ich will natürlich heute erstmal gucken, dass ich in dem Trainingsdingens da weitermache. Aber wie gesagt, das werden wir auf jeden Fall noch sehen dann. So, genau. Weil es gibt bestimmt noch den einen oder anderen Siegel-Yokai, der halt vielleicht auch noch ein bisschen krass ist und den ich aber noch nicht kenne, weil es gibt ja hier ein paar mehr als noch im ersten Teil. Und der Rest, der wird sich auf jeden Fall dann zeigen, was es angeht. So, jetzt wird aber erstmal gespeichert. Lang genug gequatscht, wieder 10 Minuten um. Wir wollen heute natürlich gucken, dass wir bei dem Training ein bisschen vorankommen. Ich bin auch mal gespannt, ob das sich auch jetzt schon auszahlt von dem Level her. Es kann natürlich sein, ich hätte noch 10 Level höher sein müssen. Das werden wir auf jeden Fall merken, weil man muss immer dazu sagen, es hört zwar nicht viel an, aber wenn ich jetzt beispielsweise bei jedem Yokai, sagen wir mal, 10 oder 20 mehr Attack Speed habe, da ist es schon ein himmelweiter Unterschied. Besonders wenn man halt dann denkt, wenn man halt dann in der Initiative ist, was den Angriff angeht. Weil wir haben es ja teilweise so gehabt, dass bei Yokai Watch 1 zum Beispiel jetzt Shogun Yang sogar zweimal hintereinander angegriffen hat, so schnell wie er war. Vor allem, wenn man ihm ja dann eine Glocke geben kann und er halt dann keine Nachteile hat. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich wollte... Wo haben wir das nochmal gehabt? Ja, Sportclub, genau. Da wollen wir hin. So, einmal anmelden. Oder so. Und dann haben wir eigentlich noch Missionskampf und Boss-Offensive. Da haben wir auch noch gar nicht ausprobiert. Das ist schon krass, wenn man bedenkt, dass ich hier erstmal noch hier nur bei den Bronze und Silber, und da gibt es vielleicht noch eins höher. Also hier. Dafür brauchen wir dann bestimmt wohl Level 90 plus oder so, kann ich mir vorstellen. So, ja, das aktuelle Team nehmen wir. Mal extra speichern. Ich weiß nicht, warum man da immer extra speichern muss, aber... Weil es gibt nämlich irgendwie keinen Nachteil, was es angeht. Habe ich das Gefühl. Oh, gleich Korb... nicht das Korb-Tain, das ist ja die... Die Standardversion. Korb-Tain ist, glaube ich, so die seltene Version davon. Dann werden wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Wir müssen auf jeden Fall wieder von vorne anfangen mit Kampf 1, gell? Das ist ja verständlich. Was man halt auch noch dazu sagen muss, okay, man merkt schon, die gehen wieder direkt auf Tante Herzi. Dass sie immer so Fokus auf die Heiler sind, ja. Und dann kommt sie nicht zum Heilen. Das ist schon echt heftig. Das ist schon echt heftig. Ich glaube, das kann ich jetzt schon vergessen. Weißt du, da hat man trainiert und dann ist man trotzdem zu langsam. Ich glaube, ich habe echt das Gefühl, ich brauche wieder einen richtigen Tank in der Party. Also sowas wie halt hier Oberkastellan. Okay, ich glaube, das kann ich vergessen. Obwohl ich gelevelt habe, komme ich mir gerade eher vor, als ob ich noch eher auf die Fresse kriege. Vor allem guckt euch mal die Yokai an, die hier gerade gegen mich kämpfen. Das ist ja übertrieben. Nee, das vergessen. Ne gut, dann hat es erledigt. Dann hat es erledigt. Brauche ich gar nicht überlegen. Das ist natürlich die Frage, was mache ich heute sonst? Ich habe fast die Überlegung, ob ich vielleicht mal ins Inferno gehen soll, weil das, glaube ich, einfacher ist als das hier. Das ist nämlich gerade so ein bisschen... Also ich im Prinzip, ich gucke zu. Weil, was soll ich machen? Ich kann ja keine Items einsetzen hier in dem Modus, das geht ja nicht. Und wenn ich irgendwas mache, dann halt nur Ulti-Attacken und das auch nur, wenn die voll sind. Also ich habe im Prinzip zugeguckt, wie ich sterbe. Alter, man kann es auch fett übertreiben, aber gut. Vielleicht ist ja Gold schon für Stufe 80 plus, dass die 75 doch nicht gereicht haben. Das wundert mich auch nicht, warum wir beim letzten Mal so richtig ins Gesicht gekriegt haben. Oder ich hatte halt Pech, kann man natürlich auch sagen, dass ich jetzt hier gerade so ein richtiges Extrem-Team bekommen habe, was ich ins Gesicht geworfen bekommen habe. Oder wir machen es so, wir machen erstmal alle Bronze- und Silbersachen und hinterher die Gold. Machen wir es vielleicht so rum. Achso, wartet mal, wenn ich hier schon eh bin, dann kann ich auch gleich mal, wenn ich schon hier, wo ist denn hier Tante Herzi?
Genau, weil Tante Herz habe ich auch noch nicht abgegradet hier. Was machen wir bei ihr hoch? Stärke braucht sie ja nicht. Sie braucht ja eher, eigentlich braucht sie auch Abwehr, gell? Die braucht Fokus auf Abwehr. Weil sie stirbt mir zu oft. Also generell bin ich ein Fan von Abwehr, was es angeht. Das ist halt so der allgemeine Aspekt, was es angeht. So. Rock. Okay. Alisson würde ich ja, wie gesagt, hier ihn direkt austauschen. Hier unseren Spidey gegen hier. Ja, aber das bringt ja nichts jetzt. Nee, jetzt bringt sowieso nichts. Dann gucken wir uns mal die anderen Sachen an. Da. Aber da merkt man schon, dass es hier dann echt schwer ist, wenn es danach geht. Spezielle Regeln bringen Abwechslung, genieße eine andere Art von Kampf. Oh, achso, das sind einzelne Missionen. Eieieiei. Und im Prinzip irgendwie alle freigeschaltet, weil alle auf neu standen. Okay. Du kannst in diesem härteren Kämpfen keine Ulti-Schläge nutzen. Ja, mach einfach mal. Wir gucken einfach mal. Gewinne ohne Ultiseel. Oho, ob du diese Herausforderung gewachsen bist, wie spannend. Werde ich merken. So, jetzt kann ich natürlich eh nichts machen, außer zu gucken. Alter, direkt golden. Was sind denn hier für krasse Yokai? Na, mach ich Blatt, bevor Tante Herz sie heilt. Natürlich heilt sie. Okay, der ist down. Jetzt aber sie Blatt machen, weil... Ja, das ist ja fast mein Team hier, was sie da haben. Da ist nur Oberkastellan, den ich in einer Party bräuchte. So, und Tante Herz, die könnt ihr eigentlich auch mal was machen. Ja, dankeschön. Ich glaube, ich muss sie doch... Ja, ist es wirklich so, dass ich irgendwie jetzt plötzlich extrem unterschätze, was die Geschwindigkeit angeht? Ich dachte immer, 150 sei so standardmäßig. Guck auf die Fresse. Ja, der große Unterschied ist halt wirklich, dass halt zwischen Goldenjan und Robonjan ist ja ein wirklicher Tank, der hat ja halt einen Verteidigungsbuff und hier Goldenjan ist ja wirklich fürs allgemeine Buffen zuständig, dass man halt dann generell die Verteidigung von allen erhöht. Und ich glaube beim Oberkastellan war das glaube ich auch so, dass ich muss mir den nochmal angucken. Ich habe irgendwie nochmal den Gedanken, dass er halt generell blocken kann. Da merkt ihr, das ist auf jeden Fall viel einfacher, allein schon, weil die viel weniger Schaden machen als jetzt eben noch. Eigentlich können wir hier wirklich auf Boost gehen, weil hier passiert ja nichts. Eigentlich können wir auch nur zugucken. Also ich glaube, ich übertreibe es ein bisschen mit dem keine Geschwindigkeit machen. Weil es sind ja trotzdem nur Standardgegner, wenn es halt geht. Nicht schlecht, du hast ihn nur so schnell geschafft. Hier sind deine Punkte, viel Spaß damit. Und nimm das hier als Andenken für den ersten Erfolg. Okay. Mach mal die Mission heute. Warum auch nicht? Können bestimmt auch dazu. Bin mal gespannt, ob das auch alles abgeschlossen zählt. Ja, geschafft, steht dran, okay, alles klar. Nur Rang E-Yokai tauchen in diesen Kämpfen auf. Perfekt für Anfänger. Ja. Hau einfach alles platt. Achso, nur ich. Ach, oh, okay, nur ich. Ich darf auch nur Rang E. Keine
Kann ich nicht mein aktuelles Team speichern? Ne, warte mal, das ist wieder was anderes hier. Wartet mal, das muss ich glaube ich anders machen. Ich glaube, ich muss, deswegen geht es vermutlich nicht in den Modus. Ich muss es glaube ich so machen, dass ich jetzt zum Beispiel jetzt hier mein Team, was ich hier habe, Also ihr wisst bestimmt, was ich meine, dass ich zum Beispiel jetzt das Team, was ich hier habe, einfach speichere. Dann erstelle ich ein anderes Team und kann immer direkt mit einem Tastendruck die immer hin und her tauschen. Aber es scheint nicht zu gehen, weil bei der Modo steht dann plötzlich, dass ich hier ein Team hätte, was ich halt immer auswählen kann. Ach man, ey. Ich entweder grafisch nicht oder ich sehe das halt gerade als sehr umständlich an. Weil hier steht extra meine Teams und dann steht hier Nutzen, Speichern und automatisches Team unten. Wenn ich auf Nutzen gehe, dann gibt es hier die vier Slots. Aber die sind alle ausgegraut. Ich kann da nichts machen. Und speichern kann ich auch nicht, weil geht halt nicht. Ich denke mal, das geht einfach deswegen nicht, weil das halt jetzt alles S-Rang-Yokai sind. Wir gehen mal auf das hier, wo alle S sind bereits. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ich kann auch nicht, hier kann ich auch nicht speichern. Was ist denn das überhaupt? Warum gibt es denn diese Option, wenn es nicht geht? Und Auto-Team ist halt, dass ich selbst vorgefertigte Teams hier hingedrückt bekomme. Ich raff's nicht. Was, du kannst mir den... Achso, weil er kein S-Rang ist. Okay. Ja, ist ja gut. Kann ich den jetzt nicht hier... Das ist bescheuert. Das ist endlos bescheuert. Ich muss extra jetzt mal hier hingehen, damit ich hier Roller rausnehme, damit ich einen anderen S-Rang-Yokai reinpacke. Vielleicht kann ich auch nur bei Aokai das Team speichern. Vielleicht stelle ich mich gerade deswegen so dumm an. Guck mal, wie viele 100 Stunden habe ich schon Yokai hinter mir und überlege jetzt erst, wie ich hier so ein Team speichern kann. Stimmt, hier hat man jetzt diesen Team-Button und jetzt kann ich hier speichern alles machen. Warum ist denn das dann überhaupt in dem Trainingsding mit drin, wenn man das nicht speichern kann? Das hätten sie doch auch mal machen können, oder nicht? So, also ich kann jetzt das Team hier, was ich habe, kann ich in mein Team 1 speichern, ja. So, und jetzt habe ich hier die 4 Slot-Teams insgesamt, okay. Alles klar, jetzt könnte ich halt, wie ich lustig bin, erstmal ihn hier wechseln. Und zwar, hier, die Rangkämpfe, wo haben wir sie denn? Rang hier. Jetzt ist natürlich die Frage, wen packe ich jetzt da rein dafür? Den alten Delta? Wir sind eh nur, oder Feinhorn? Ja doch, wir müssen, ja, machen wir mal so rum, dann tue ich lange Feinhorn rein, genau. So, wartet mal. Aber gleichzeitig, wenn ich schon mal hier bin, nein, nicht Tagebuch, dann werde ich nämlich jetzt auch, was man hier jetzt lernt, nur weil das so umständlich ist. Das ist furchtbar. So, so, richtig, jetzt. Nein, nicht. Mann, wenn die Ungeduld jetzt einpackt, ja. So, Yokai wechseln. Genau. Nochmal. Zur Hand. Meine Teams. Ich muss erstmal selber umtauschen, okay. So, wechseln. Nur E-Rang-Yokai hieß es. Ja, dann muss ich halt irgendwelche High-Level E-Rangs nehmen, ja, die ich hier rumliegen habe. Auch wenn ich nicht weiter bestehen Kampf gewinnen kann, gell? Wenn wir merken. So, hier wird es natürlich auch Sinn machen, wenn man jetzt diese ganzen Ausrüstungen hätte, die man nur bei E- und D-Rang-Yokai ausrüsten kann.
wie viele Pfeile von dem wir haben. Können wir einfach zum Dance-Team. Also, was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Dab, dab, da, da, di, da. So, ich gucke halt jetzt in erster Linie nach Level, nicht nach welchem Yokai. So, Pocktopf können wir noch nehmen. So. Dab, 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 da. Ist das noch irgendwas? Pocktopf haben wir hier. 43. Ah, hier Boris, aber der ist schon ab 50. So viele E-Rang-Yokai mit hohem Level habe ich gar nicht. Ich glaube, das wird fail. Aber wir werden es merken. So, zwei Stück würden es noch sein. Ne, nicht ausrüsten. Zapf hätten wir noch mit 33. Und jetzt eher noch hier. War noch irgendwas über 30 oder so? Nur 60, kann ich 32 Lotteria. Ja. Okay, jetzt haben wir hier lauter Herziger, Glitschiger und die Mischung hier macht's. Okay. Die Frage ist nur, ist überhaupt einer von denen. Okay, die können heilen. Okay, alles klar. Dann könnte ich die gegenüber machen, auch wenn sie sich verbinden könnten. Die sind auf Eis getrimmt. Stein und Elektro, okay. Machen wir es halt so, genau. So ein bisschen ausgeglichen von dem Level her. Es sind plötzlich die High Level. So, aber eine sollte man denen trotzdem geben. Ich sollte jetzt erstmal speichern. So, alles klar. Ausrüstung. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Oder besser gesagt, wisst ihr was, ich rüste jetzt aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mit dem Kampf fertig bin, sonst dauert das wirklich zu lange. Also bis gleich. So, da bin ich soweit. Und zwar habe ich jetzt jedem hier halt ein bisschen was gegeben. Gerade bei denen hat es gut gepasst, weil die haben eine 50 Geschwindigkeit Boost durch ihren Mantel hier. Und er hat jetzt sogar zwei Slots und ihm habe ich jetzt einfach mal dieses Anfängerschwert gegeben, was 30 Tempo und 30 Stärke gibt und gleichzeitig dieses verfluchte Schild, wo ich so ein bisschen vernachlässigt habe, gebe ich zu. Und zwar ist es halt ein Schild, es gibt 80 Verteidigung, aber 40 Tempo geht dabei runter und das gleiche habe ich mit dem Schwert immer so ein bisschen aus. Heißt, das könnte unser Tank hier sein in der Konzentration hier. Und die Frage ist halt nur, ich würde es am besten nochmal ins Team speichern, weil ich bin mir nicht sicher, ob jetzt auch die Items gespeichert wurden. So, deswegen speichern wir das einfach mal so direkt, alles klar. Und werden mal sehen, ob das überhaupt was bringt, gell? Aber ich glaube, ich werde das erst einmal mit unserem Standard anderen Team kämpfen hier. Achso, warte mal, stopp. Ja. Ich merke schon wieder. Das war jetzt wieder so halb doof. Und zwar. Okay. Ich meine, ich verstehe, dass man halt nicht jederzeit die Charaktere wechseln kann, so hätte man im Grunde immer alle dabei. Das ist natürlich das Ganze dahinter. Aber auf der anderen Seite denkt man sich natürlich, wenn man schon Teams hier auswählen kann, dann sollte man das eigentlich auch in dem Trainingsmodus machen. So, die Teams, genau. Ich hau auf jeden Fall nochmal das erste hier rein. Muss ich ja sowieso machen, wenn ich das erste haben möchte. So, und hier muss ich dann nochmal Knuffi-Wuffi wechseln, genau. Zu Feinhorn. Nein, Feinhorn. Ja, doch, Feinhorn, genau. Wir bringen S-Rang. Zu viele High-Level-Yokai. Man sieht auch mal, wie lange schon hier Feinhorn nicht mehr in der Gruppe war, dass er noch mit Level 61 rausgeflogen ist. Okay. Ich hoffe mal, dass es jetzt klappt, weil auf der einen Seite ist es gedacht, okay, es sind so ein paar Missionen und Co. Aber ich glaube, irgendwie die Vorbereitung davon dauert länger als als halt der Kampf selber vielleicht. Je nachdem.
Gewinne nur mit S, Rang S. Oho, und die Herausforderung gewachsen. Ja gut, er sagt immer dasselbe. Der sagt immer dasselbe. Im Grunde genommen hat sich ja nichts verändert, außer dass ich halt jetzt, ja, im Prinzip den Yokai rausgeworfen habe, der eigentlich dafür gedacht ist, dass die Yokais mitkommen. Machen wir am besten so rum. Also ist auf jeden Fall krass, was da für Yokais hier alle dabei sind. Muss man echt sagen. Sind alles so die, selbst, also klar, sind ja auch als S-Rang Yokai. Ja, machen wir es mit Geschwindigkeit hier, weil das muss ja jetzt nicht sein hier. Wie? Das ist doch nicht wahr. Dass die aber auch so fokussiert sind, gell? Also, dass da irgendwie alle Schaden machen. Ich glaube, meine Gruppe ist wirklich zu langsam. Das ist das Gefühl. Ja, kannst du echt knicken. Von denen ist irgendwie jeder voll stark. Ich will gar nicht wissen, was für ein Level die haben. Das wäre halt nur schön, wenn man sie irgendwie angezeigt bekommen will, was für ein Level die haben irgendwie. Die haben doch bestimmt Level 8, ist Minimum. Nee. Ich glaube, das kann ich echt knicken. Nee. Nee. Ich meine, ich verstehe Herausforderungen und so, aber... Die erste Herausforderung war geschenkt für gegen das, was hier jetzt gerade abgeht. Hä? Achso, die war vor mir dran. Hm. Na komm, vergiss es. Vergiss es! Das ist ja super einseitig, der Kampf gerade. Super einseitig. Oh. Bevor ich einen platt kriege, sind zwei von mir platt. Sind vielleicht zwei von mir platt. Ja, laber nicht. Was ein Blödsinn. Aber gut, klar. Wenn man noch nicht hoch genug im Level ist, gell, dann habe ich fast das Gefühl, dann brauche ich das mit den E-Ranks nicht zu versuchen, weil es vermutlich lauter High-Level-E-Ranks sind. Wir gucken aber trotzdem mal ganz kurz rein und wenn es auch der Fall ist, dass es zu heavy ist, dann... Ja. So, nutzen. Ah, jetzt macht es auf einmal Sinn hier. So, zack. Ich werde so auf die Fresse kriegen. Sowas von extrem. Aber ich glaube, wenn es jetzt darum geht, dass ich jetzt vielleicht Yokais hochziehe, die halt extra für E-Rang hier abgehen. Man muss immer noch dazu sagen, der Vorteil bei E-Rang-Yokai ist, die brauchen weniger Erfahrungspunkte, um im Level zu steigen. Das merkt man allein schon, wenn man von S-Rang und legendäre S-Rang-Yokai sich anschaut, wie unterschiedlich die leveln. Ich glaube, der Kampf kann entweder ewig lange dauern oder er ist gleich vorbei, weil die mich platt machen. Aber irgendwie konnte ich vor denen angreifen. Also bin ich doch schneller. Na komm, Pochtop, du bist eigentlich der die meiste Verteidigung von uns allen hat. Und der kriegt dir so ins Gesicht. Ja. Nee, wird nix. Oh, okay. Er hat so lange gestanden, weil er solche Verteidigung hatte. Nee, komm. Das brauchen wir sich gar nicht anzugucken. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Das wird nix. Das wird heute so eine, wie soll man sagen, so eine Semi-Fail-Folge im Sinne von, du kriegst direkt mal gesagt, du bist viel zu schwach für alles. Das sah am Anfang noch so locker flockig aus, so weißt du, ohne Ulti sehen alles, okay. Hat ja geklappt mit dem Team und dann auf einmal überhaupt nicht mehr. Gewinne ohne Verluste, das wird nicht passieren. Wird auch nur einer deiner Yokai in diesen Kämpfen besiegt, verlierst du. Ja gut, das kann ich, brauchst ganz versuchen. Besiege nur Möter. Besiegst du irgendeinen Yokai außer Möter, verlierst du diesen Kampf. Okay. Können wir ausprobieren.
Ist natürlich die Frage, wie viele Meter sind es hier? Jetzt bin ich ein bisschen verzweifelt, bin ich ganz ehrlich. Oh, Sündenblock. Es tut mir leid. Ist es irgendwie die Weiterentwicklung von diesem einen Verzeih-mir-Dingens da, dieser Streifen, keine Ahnung. Ja, wenn ich jetzt nur Möter besiegen darf, dann hau ich auch nur auf Möter, oder nicht? Oder nicht? Ich weiß es halt noch nicht. Die Schwert sieht es ein bisschen... So. Was war denn das, bitte, das für eine Herausforderung? Das war jetzt wieder lächerlich. Das war es wieder, weißt du? Irgendwie sind da die, ist die Balance zwischen dem Schwierigkeitsgrad so ein bisschen übertrieben. Entweder kriegst du voll auf die Fresse, oder es ist gerade so, ist einfach geschenkt gewesen. Ich meine, was wollte man einem hier beibringen? Wie das Pingen geht oder was? Keine Ahnung. Gut, dann gucken wir halt mal rum, was wir machen können. Und dann gucken wir halt irgendwann mal später, wenn ich halt vielleicht sogar ein Level 99er Team habe und sowas. Da kann man immer noch dran überlegen. Gewinne mit einem Lebenspunkt übrig. Alter, Yuka startet diese Kämpfe mit einem Lebenspunkt. Alter, was? Ich meine, wir können es mal ausprobieren, aber... Aber sie heißen, sie starten. Dann heißt, man kann sich trotzdem hochheilen, oder nicht? Theoretisch. Ich glaube, hier wäre so ein Team gut, bei dem die Yokai nicht sofort sterben, wenn sie noch ein HP haben oder so. Außerdem, wenn man sich wirklich heilen kann, dann müsste jetzt hier Tante Herz mit ihrer Passivheilfähigkeit die HP von Gilgaros ein bisschen wieder hochziehen. Ja, doch, okay. Aber die Gegner haben auch nur ein HP, okay. Ich verstehe. Ja, okay, ich sehe schon. Also entweder ausweichen oder halt, ja, das ist, im Prinzip ist es wie Sudden Death, was wir da immer hatten, gell? Ja, und trotzdem sind die Gegner schneller. Oh, da waren wir auch schneller hier mit Geschwindigkeit hier. Er trödelt. Eigentlich hättest du ihn angreifen sollen, weil der greift jetzt nicht an. Na gut, aber solange wir... Okay, wir haben es geschafft, oder? Wir haben es nur geschafft, weil wir vorher geheilt wurden. Okay, ja, okay. Ich bin nämlich nicht. Einmal gemacht, fertig, passt, perfekt. Eieieiei. Ja gut, wie gesagt, sowas darf auch mal gerne sein. Mit Glück noch geschafft. Das war ja auch nur Glück. Was war denn das für ein Skill? Nicht vorhanden. Ich habe ja nur zugeguckt im Prinzip. Schaffe... Was? Eine Minute wäre gegen Oni. Also überlebe die fürchterlichen Attacken des Onis eine Minute lang, um zu gewinnen. Okay. Machen wir mal. Aber der One-Hittet uns doch, oder? Je nachdem. Wenn wir merken. Alter, ist auch noch Orkanus. Alter. Ist der heftigste von denen. Ne, er One-Hit einen nicht. Okay, alles klar. Da 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 da. Das sollte eigentlich machbar sein. Also wir kriegen man eh nicht platt, die haben ja auch nur einen Damage an ihm. Ja gut, da kann ich auch spulen. Ja, das reicht locker. Weil selbst wenn er alle platt macht hier vorne, wisst ihr, was ich meine? Wir haben genug Yokai, was es angeht. Das ist natürlich wieder das Einfache, da deswegen, einfach aus dem Grund, weil hier nur einer ist, der uns angreift. Alles klar, das war geschenkt. Das war geschenkt. Wie krass eigentlich nur diese S- und die E-Rang-Dinger sind, wenn man sich mal einfach was anschaut. Oh, ein Amulett Unholz, sehr gut.
Ich brauche ein paar mehr von den Dingern hier. So ein bisschen, auch wenn ich nicht so ein ganz großer Freund bin wegen den negativen Punkten, aber trotzdem, wie gesagt, so First-Try-Dinger mache ich gerne. Und das ist halt immer so der Gedanke, weil sonst, ich bin nämlich jemand, der beißt nämlich dann immer gerne an was fest oder denkt sich sofort, okay, wie OP ist das denn hier? Und ja, im Endeffekt denkst du dir dann halt nur, ja, hättest du mal was anderes gemacht in der Zeit, gell? Gewinne ohne Schaden. Wenn einer der Jugger diesen Kampf und Schaden nimmt, verlierst du. Wie soll das denn gehen? Da muss ich ja wirklich extrem auf Ausweichen gehen, oder? Ja, also ich gehe mal stark davon aus, dass diese Missionen vielleicht sogar darauf aufgebaut sind, gewisse Ausrüstungen zu tragen. Es gibt ja auch Möglichkeiten, womit man halt nicht unbedingt getroffen wird. Und das ist, glaube ich, der ganze Trick dabei. Also die sind auf jeden Fall eine One-Hit, aber einmal bin ich getroffen, war es das oder wie, gell? Ja, das war's schon. Wie lästig! Okay, alles klar. Gut, wissen wir Bescheid. Da brauchen wir ganz bestimmte Teams dafür, was es angeht. So, meine Digicam will mich wieder ärgern. Die, obwohl ich extra meinen Akku aufgeladen habe, blinkt die schon wieder. Also ja, bis gleich. So. Gucken wir mal weiter, was wir, also wir machen am besten einfach heute mal das, was wir machen können. Das ist, glaube ich, so der allgemeine Gedanke und wie es dann bei den anderen aussieht, das will ich auf jeden Fall zeigen. Gewinne nach Beseelung. Alle deine Yokai starten diese Kämpfe beseelt. Ja. Hätte ich auch kein Problem damit. Bin ich ja sowieso gewohnt, die Beseelung zu entfernen oder so, gell? Na, bin mal gespannt. Alter, wie das aussieht. Weißt du, da sind sie vor allem beseelt und dann sind die Gegner trotzdem sau schwach. Ja, mach sie mal. Was übrigens auch ein Vorteil ist, wenn man jetzt eine Beseelung hat, die man nicht unbedingt jetzt gerne hat, also beispielsweise jetzt hier mit dem, was ich hier unten immer mache, mit dem wieder Nebel weg oder dieses Drehen, dann gibt es zumindest auch die Möglichkeit, dass man halt, wenn man abbricht, dass man etwas bekommt, was man besser wegmachen kann. Ich bin zum Beispiel ein großer Freund von dieser Glaskugel, die man da kaputt schlagen muss, weil man halt... Ja, weil ich halt sehr schön tippen kann. Nur schade, dass es hier keine Erfahrungspunkte gibt. Krauser? Ja, Knauser meint er. Knauser richtig. Und am besten da hat man natürlich noch ein gegnerisches Team, was sowieso die ganze Zeit debufft, aber ist ja kein Problem. So, hau im Blatt. Genau, sehr gut. Alter, übertreibt's halt. Da waren gerade eben irgendwie so 7 Ketten dran. So. Ja, das war jetzt wieder leicht. Das war jetzt wieder leicht. Was halt auch noch hinzukommt, ich habe ja bei den Yokais hier extra noch die gewissen Sachen mit drin, damit die halt ja, ihre bestimmten Statuswerte erhöhen. Beispielsweise hier habe ich immer noch den Groben drin, dass er halt dann HP und Stärke, glaube ich nur Stärke. Eins von beiden auf jeden Fall. Dass ich halt dann danach wechseln kann. Oh, das Affendiadem. War das Affendiadem? Warte mal, ich muss überlegen. Affendiadem ist entweder das, wo halt die Werte runterzieht, damit man selber nicht zu stark ist. Oder das ist zum Erfahrungspunkte bekommen. Was eigentlich auch nicht schlecht wäre.
Mal ganz kurz gucken nochmal. Affendiadem. Ich glaube, das war für Erfahrungspunkte, oder? Dieses Diadem stoppt jegliche... Ach nee, stoppt jegliche Entwicklung. Dass man nicht immer wieder gefragt wird, aber ganz ehrlich, wisst ihr, das ist... Okay, gut, nee. Passt schon, aber wenn man bedenkt, dass ich jetzt erst bekommen habe, das Item. So, was haben wir denn hier? Reinige alle. Diese Kämpfe sind unwiderstehlich für alle, die ihre Yokai gerne reinigen. Ja. Aber was ist jetzt daran die Herausforderung, frage ich mich gerade. Das ist ja im Prinzip das, was wir vorher hatten, nur dass ich... Ach so, ich hab's verstanden. Okay. Man muss hier alle reinigen und die werden die ganze Zeit immer wieder versuchen, uns zu debuffen. Und nur wenn alle full gereinigt sind, dann ist der Kampf vorbei. Okay. Achso, ich kann nicht tauschen. E. Ja, ich geb dir gleich keinen Rotz hier. Weil ich kann nicht drehen, solange die da sind. So, dankeschön. Und gewonnen. Ne, doch nicht. Er ist noch gebufft hier. So, gewinnt. Gewinnt! Ja gut, im Prinzip war es fast genauso wie das andere. Nur, dass man halt, ja, früher damit fertig ist, wenn man halt alle wieder geheilt hat, sage ich mal. Da-da-da-da-da. Ich meine, haben wir wenigstens was geschafft heute. Ich war schon fast drauf und dran zu sagen, hier, das ist doof hier, aber geht ja eigentlich schon. Man muss halt nur gucken. Es sind ja extra Missionskämpfe und dann kann man nicht mit einem Team alles machen. Ja. Das war das hier. Sieg nur tapfer Stamm. Oh, hier fängt es an. Mystiker, robuster, charmanter, herziger, schummriger, gruseliger, glitschiger, knochig und kraftig. Eieiei. Müsste ich mal gucken. Kräftiges. Oh, er ist halt knorrige Gespenster. Er wäre der Einzige, den ich wechseln müsste. Tja, Delta. Da müsstest du, glaube ich, mal kurz raus. Aber ich kann ja erst wechseln, wenn ich zum Auge gehe. Haben wir ja festgestellt. Der Speichern tut sowieso schon die ganze Zeit. Brauche ich ihn extra machen. Wen tue ich denn für dich rein in der Zeit? Ja, ich Shogun-Jan am besten. Soll einfach im Hintergrund sitzen. Kriegt dann, wird dann gewonnen hätte oder was, gell? Ich gehe mal nach Level. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Oder ich packe so lange Holla wieder rein, gell? Geht natürlich auch. Oder René! Ja, komm, packen wir Holla lang wieder rein. So, kurz austauschen hier. Dann ist das vielleicht sogar das Letzte, was wir heute machen. Je nachdem, ob ich es überhaupt packe. Weil, wenn ich es nicht packe, dann ist mein Team einfach nicht gut gewählt. Muss man sagen, wie es ist, gell? So, Nur Kraftis, gell? Das hier ist unser Team. Alles klar. Weil natürlich immer die Frage ist, ich meine, klar, da gibt es bestimmt auch eine Trophäe, wenn man die alles erledigt hat und geschafft hat. Finde ich aber persönlich auch besser, als wenn man jetzt die ganze Zeit nur versucht, irgendwie stumpf irgendwas zu sammeln und es droppt einfach nicht.
Tihi. Ins Gesicht. So, sie ist down. Wem tausche jetzt? Oh, hui. Denke mal noch nicht. Das ist wohl die normale Form von ihm. Ne, wobei. Ist er vielleicht sogar die seltene Form? Ich weiß es gerade nicht genau. Die S-Rang-Joker aus dem Automaten sind ja eigentlich die... Ja, warte mal. Er ist ja Standard und Kryo ist ja drin, gell? Ja, doch, das sind die seltenen, die im Yokai-Maten. Also ist er der normale eigentlich. Ja, aber dadurch, dass er trotzdem wohl Heiler sein dürfte, gell? Okay, also kein leichter Kampf in dem Sinne. Aber auf jeden Fall auch nicht so, dass man jetzt sagen müsste, okay, das ist gar nicht machbar. Okay, auch sehr schön, dass er weg ist. Und dann wird dann auch noch gleich weg. Ich bin immer so Fokus auf die Heiler und vor allem auch die Heiler können hier Damage machen, hat man ja festgestellt. Dab. So, auch wenn wir es nicht brauchen. Sicher. So, na, das geht mal richtig ins Gesicht, sofern er trifft. Wobei, ich glaube, ich habe gerade einen Fehler gemacht, oder? War das nicht er derjenige, der irgendwie Ulti-Schläge ausweichen kann? Nee, okay, war nicht. Irgendeiner konnte, glaube ich, Ulti-Schläge ausweichen. Ach, da ist er Krüger sogar. Eisig Abgrund, liegt da. Aufhören! Hätte noch eine Ohrfeige gegeben, in dem Sinne. Eieiei. Okay, also man merkt schon, Herausforderungen schon mal klar und vor allem jetzt von jedem Yokai halt, von jedem Stamm noch ein Team hochziehen. Ich bin noch überlegen, was ich überhaupt machen werde, weil ich bin ja schon lang genug damit beschäftigt gewesen, mein Team hier auf 75 zu kriegen. Auch wenn es natürlich ein bisschen lächerlich klingt, aber muss ich es vorstellen. Ich bin schon so weit, dass ich halt irgendwie den Bosskampf dreimal machen muss, damit halt ein Level steigt. Und da könnte ich denken, wenn man halt dann, ich sag mal, grob gerechnet, also je nachdem, wie es halt läuft, dass ich 5 Minuten pro Kampf brauche, dann brauche ich pro Level 15 Minuten. Und wenn ich dann 4 Level steigen will, ist es eine Stunde. Hört sich natürlich für eine Woche da natürlich nicht so viel an, aber ich habe halt noch andere Dinge zu tun. Das ist auch immer so der Gedanke. Oder auch nur, wenn es gut läuft. Das ist halt immer so der Gedanke. Toll, Stirnband. Kannst du aber auch sonst wo hinschieben. Wobei natürlich der Vorteil wäre, wenn man jetzt diese Stirnbänder tragen würde, gell? Dann würde man ja mehr Schaden an den jeweiligen anderen machen. Aber ist natürlich immer die Frage, wie viel Prozent das ist. Weil man ist ja schon gut, dass es solche Items gibt. Weißt du, wenn es dann irgendwie heißt, so Schaden gegen Knochis erhöht und Schaden gegen Kraftis. Aber wie viel? Wie viel? Ich meine, wenn jetzt das hier, sagen wir mal, keine Ahnung, prozentual ist, ist es dann trotzdem besser oder schlechter, als es was anderes, was Stärke hochgibt? Einfaches Beispiel, ich könnte natürlich jetzt einfach hingehen und nehme einen Chibanyan mit und gebe mir einfach eine 50er Glocke. Ich habe schon echt das Gefühl, dass das dann mehr ist als das hier. Und das dann gegen alle, außer nur gegen Kraft oder sowas. Aber dafür müsste man natürlich erstmal wissen, wie, was, wo, weshalb, warum. Ja? So, genau, dann machen wir mal den Part hier zu Ende. Ja? Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Yokai Watch 2 sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Nicht zu vergessen, mal schön die Glocke zu aktivieren bei YouTube, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und auch nicht vergessen, dass ich jeden Mittwoch bis Samstag auf Twitch streame. Falls ihr Zeit und Lust habt, würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao. What?